In der Quad-Szene ist das Team um Kai Bayot und Tobias Gurke bereits seit 7 Jahren bekannt. Oder erst seit 7 Jahren, wenn man bedenkt, zu was sich die Quad Company mittlerweile entwickelt hat. Längst zählt der Online-Shop der Bielefelder zu den bedeutendsten in unserer Szene. So war der Saisonstart 2019 eine gute Gelegenheit, der virtuellen Welt einmal leibhaftig zu begegnen und einmal ganz real mit den Kunden und Lieferanten zu feiern. Seit 7 Jahren kennt ihr uns aus der Quad-Branche, unsere Internetseite www.quadcompany.de. Und jetzt auch unter gartano.de mit Gartentechnik und Grills. Im Rahmen des Events am 6. April 2019 wurde dem Nachwuchs die Möglichkeit geboten, auf dem Rücksitz eine Runde zu drehen. Soll er nicht zuerst drauf? Oder hin? So, kannst dich hier auch festhalten. Obendrein hatten die Jungs von der Quad Company noch ein weiteres Highlight zu präsentieren. Ihr neues Lagergebäude gleich hinter dem Ladenlokal. Ab sofort werden von dort aus neben den bereits bekannten Teilen für ATVs, Quads und Roller auch Gartengeräte und Grills versandt. Und zwar unter dem Namen Gartano. Ich habe da vorne an der Quad Company Gebäudeseite nicht Quad Company gelesen oder unter anderem. Was steht da noch dran? Gartano? Ja, das ist die neue Marke Gartano, Gartengeräte und Grills. Das ist die neue Sparte, die wir auch in diesem Jahr, also das erste Mal in dieser Saison, mitverkaufen. Ja, das ist auch ein Grund, warum wir die Halle hier gebaut haben, weil wir auch noch mehr Platz brauchen, um auch die Gartengeräte wieder vernünftig platzieren zu können, verstecken zu können. Mhm. Ja, wenn er natürlich einen Mähroboter und einen Grill haben möchte, dann muss er zwangsläufig zu uns kommen. Das ist dein Argument. Auf jeden Fall. Ja, gut, super. Ja, müssen wir da. Achtung, halten wir da keinen? Ja. Da kommst du da rein. Ja.